letzten Sounds möchte ich euch heute auch zeigen, was genau ich da im Detail mache. Sehr wichtig für den Song ist der Sequenzer-Bass, den habe ich mir hier unten hingelegt. Wie ihr sicher gemerkt habt, passt der Ton nicht ganz zum Video. Ich habe das leider nachvertont deswegen, aber vom Prinzip her passt das schon. Ich habe den Synth-Bass über Karma realisiert, weil der Kronos keinen normalen Arpeggiator hat. Das ist ein bisschen tricky und nicht ganz so einfach und das werde ich euch in einem anderen Video zeigen, wie das funktioniert. Aber man hört, es klappt auf jeden Fall. Alternativlösungen wären der Step-Sequencer oder der Wave-Sequencer. Mit dem Drum-Track könnte man wahrscheinlich auch was bauen. Was ich da auch noch drauf liegen habe, ist noch eine zweite Karma-Funktion. Und zwar gibt es in der zweiten Strophe einen Synth-Riff im Song. Das habe ich nicht ganz rausgehört und ich finde, dass dieser Karma-Sound tatsächlich dazu passt. Den fade ich über das Expression-Pedal ein. Wenn wir auf der Tastatur etwas weitergehen, kommen wir zu dem Bereich, wo ich den Riff-Sound liegen habe. Eine Oktave tiefer habe ich dann für die einen ruhigen Zwischenpart, das ist so ein B-Teil, da läuft der Synth-Bass auch nicht, noch einen weiteren Sound liegen. Und ganz oben findet sich wie relativ oft bei mir noch eine Orgel.